Moin Moin und herzlich willkommen zu Dice, der Tabletop-Show hier auf YouTube. Mein Name ist Gregor und ihr wisst, was das bedeutet. Es geht wieder um Games Workshop-Inhalte, Spielwelten und Hintergründe. Das heute wird ein bisschen ein etwas anderes Video, weil ich mich zwar auf ein bestimmtes Ereignis in dieser Hintergrundwelt, in dieser Spielwelt beziehe, aber eigentlich viel mehr drüber reden will, was ich gelesen habe, also sozusagen zu dieser Geschichte. Und zwar geht es um die ganzen Horus-Heresie-Sachen, um speziell die Belagerung Terras. Da ist ja jetzt gerade der letzte Band, The End of the Death, Teil 3, erschienen. Den habe ich jetzt gerade durch und ich habe das starke Bedürfnis, drüber zu reden. Mit der Horus-Heresie geht ja auch eine Buchreihe zu Ende, die extrem lange gelaufen ist. Ich habe mal nachgesehen, das erste Buch in der englischen Erstauflage ist 2004 erschienen. Das bedeutet, wir haben eine Buchreihe, die ist über 2 Jahrzehnte gelaufen. Und das ist, heißt, dass manche dieser Bücher, beziehungsweise diese Reihe, potenziell älter ist als wahrscheinlich gar nicht so wenige der Leser. Für mich trifft das nicht unbedingt zu, weil ich bin ein alter Sack, aber damit haben wir eine Buchreihe, die, wenn man sie aktiv verfolgen will, man mittlerweile, wenn man sie als Druckausgabe haben will, richtig viel Arbeit investieren muss, die aber auch dieses Großereignis der Horus-Heresie wirklich im Detail entwickelt. Ob es jetzt diesen extremen Detailreichtum mit fast 70 Büchern wirklich braucht, darüber kann man mit Sicherheit diskutieren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so einer der Grundsteine für das Lore von 40k, was den großen Konflikt Chaos Imperium angeht. Und so viel Kritik ich an dem einen oder anderen Buch einzeln haben mag, und es gibt da auch wirklich ein paar Sachen, wo ich sage, die muss man nicht gelesen haben, die sind auch anstrengend zu lesen, so sehr muss ich den Hut ziehen vor den Autoren und vor diesem roten Faden, an dem da offenbar verschiedene Autoren sich entlang gearbeitet haben, Figuren, die in Romanen unterschiedlicher Autoren auftauchen, wo man trotzdem das Gefühl hat, es ist immer noch dieselbe Figur, also da hat niemand Schindluder mit den anderen Charakteren getrieben, die jemand anders vielleicht entwickelt hat. Und das setzt sich in den Siege of Terror Romanen sehr deutlich fort. Da gibt es natürlich einiges an neuen Figuren, es gibt aber auch eine ganze Reihe an Figuren, die sind in den Horus Heresy Romanen schon teilweise sehr früh etabliert worden. Es gibt eine Figur, die taucht im allerersten Roman auf und die taucht im allerletzten Roman auf. Und natürlich logischerweise dazwischen spielt eine relevante Rolle. Ich muss sehr explizit in dem Video davor warnen, es kann hier zu Spoilern kommen. Ich kann nicht versprechen, dass ich mich komplett von Spoilern fernhalten kann, weil bestimmte Sachen mir dann vielleicht rausrutschen im Überschwang des drüber reden wollens. Wenn ihr also jetzt gerade The End and the Death oder vor allen Dingen die letzten Romane der Siege of Terror-Reihe bisher nicht gelesen habt und sagt, ah, ich will mich eigentlich überraschen lassen, ich möchte nichts vorher wissen, dann ist das Video hier jetzt nicht so richtig was für euch. Dann lieber wegschalten, anderes Video von Dennis gucken auf diesem Kanal, gibt ja genug gute Inhalte. Für diejenigen, die Spoiler nicht abschrecken, gerade die The End and the Death Trilogie schließt natürlich ganz, ganz viele Handlungsfäden ab. Sie setzt natürlich auch erzählerisch Ereignisse um, von denen wir genau wissen, dass sie passieren werden. Die finale Konfrontation zwischen dem Imperator und Horus. Der Kampf zwischen Sanguinius und Horus, bei dem Sanguinius erschlagen wird, so wie er es in seinen Visionen vorausgesehen hat. Das erstmalige Auftreten der schwarzen Wut für die Blood Angels in dem Moment des Todes von Sanguinius. Und eben auch der Sieg vom Imperator über Horus. All das sind natürlich Ereignisse, die in diesen Büchern auftauchen und auf die eben über sehr, sehr viele Romane und fast 20 Jahre lang hingesteuert wurde. Denn wir wussten alle, das wird passieren, das ist etabliert, das gibt es seit dem Anfängen von 40k und es ist eigentlich niemand so richtig überrascht. Aber was spannend ist, sind einerseits natürlich der Weg dorthin, warum ist es dazu gekommen und wie haben diese Ereignisse die verschiedenen Figuren in diesem Universum beeinflusst und verändert. Also wir gucken uns jetzt natürlich als offensichtlich das Beispiel Abaddon an, der große Kriegsherr des Chaos, der zu Beginn der Horus-Heresie in Anführungsstrichen nur der First Captain der Sons of Horus war, der eine ganz, ganz große Rolle auch in diesem Schlussszenario spielt und der natürlich jetzt im 40k-Setting diese große Figur im Kampf gegen das Imperium ist. Das bedeutet, wir verstehen an vielen Stellen deutlich genauer, wo die Motivation der Figuren herkommt. Warum führen sie diesen langen Krieg?
Wie sind beispielsweise auch die Black Templars mit ihrem Glauben an den Imperator entstanden, die ganze Geschichte rund um Sigismund? Wie ist das Verhältnis zwischen den Primarchen untereinander gewesen? Wo haben eventuell auch Rivalitäten und Konflikte sich Bahn gebrochen? Wie sieht der Imperator seine Schöpfungen, also sowohl Space Marines als auch eben die Primarchen? Welche anderen Figuren waren an der Erschaffung dieser Wesen beteiligt? Wie sind auch andere Fraktionen in diesem Universum eventuell da involviert gewesen? Und wie viel davon trägt sich mit in dieses 40K-Setting? Also wie viel ist tatsächlich noch sehr deutlich wiedererkennbar? Diese Horus-Heresie und die Siege of Terra-Sachen, die sind an vielen Stellen ganz, ganz massives Worldbuilding. Wem Worldbuilding nichts sagt als Begriff, das ist in der Literatur praktisch wenn ein Autorin oder ein Autor eine Welt rund um diese Handlung erschaffen. Und je detaillierter dieses Worldbuilding ist, desto glaubwürdiger ist meistens diese Spielwelt und die Geschichte, in die das Ganze eingebettet ist. Das haben sie mit diesen Romanen großteilig gut geschafft. Ja, natürlich, auch da ist nicht jedes Buch richtig gut. Auch da gibt es Figuren, wo ich mir denke, so, sind jetzt nicht so richtig geil geschrieben. Andere sind großartig. Die Horus-Heresie hat es geschafft, zumindest bei mir, dass ich nach langer Zeit mal wieder eine literarische Figur, eine narrative, fiktive Person habe, die ich aus tiefstem Herzen hasse und der ich wirklich alles Schlechte wünsche, was geht. Und diejenigen von euch, die Sachen gelesen haben, werden sofort wissen, wen ich meine. Wenn ich eine Schusswaffe hätte, noch zwei Patronen und vor mir diese Person, Fulgrim und einen anderen Chaos-Primarchen, ich würde immer diese sehr verhasste Person erschießen. Damit wisst ihr wahrscheinlich schon sehr genau, wen ich meine. Ich werde den Namen hier trotzdem nicht aussprechen, weil der Typ eine Arschnase ist. Aber wie gesagt, dieser Aufbau von Antagonisten, von Personen, die man wirklich zutiefst hassen kann, zutiefst ablehnen kann, aber gleichzeitig auch Antagonisten zu schaffen, deren Beweggründe nachvollziehbar, die nicht zwingend richtig sind, aber die aus dem Blickwinkel dieser Figur Sinn ergeben, die berechtigt sind als Kritikpunkte an zum Beispiel dem Imperator oder an den einzelnen Primarchen. Wir haben Heldengeschichten drin, wir haben auch Geschichten von großen Niederlagen. Wir haben Geschichten, die man im weitesten Sinne als Erlösungsgeschichten für diese einzelne Figur sehen kann. Und wir haben ganz, ganz häufig den Wechsel des Blickwinkels zwischen Kustodes, Primarchen, Space Marines und eben normalen sterblichen Menschen und auch teilweise unsterblichen Menschen, wenn wir uns jetzt John Grammaticus und Olanius Pierce angucken. Das sind alles Figuren, die in ihrem Zusammenspiel und in ihrer Zusammenarbeit ein Bild malen, ein riesengroßes Bild malen, was eben nicht nur Polterporn und Schlachtengemälde ist, was die Horus-Heresie unweigerlich natürlich auch hat. Also da gibt es genug wildes Rumgesplätter, wo ich ein paar Stellen denke, sei jetzt zwei Seiten weniger Rumgesplätter hätten es auch getan. Aber wir haben da eine Geschichte, die in meinen Augen spannend ist, die muss man nicht gelesen haben. Also es gibt natürlich Fans, die sagen, man muss die in jedem Fall gelesen haben. So, nein, muss man natürlich nicht. Denn man kann, glaube ich, 40K sehr, sehr gut spielen, ohne so tief einzusteigen, ohne auch diese Menge an Zeit zu investieren, die man braucht, um diese 70 Romane gelesen zu haben. Man muss wahrscheinlich nicht mal die 12 Romane zur Belagerung von Terra gelesen haben, auch wenn ich die tatsächlich sehr, sehr empfehlenswert finde, um eben dieses Großereignis mitzuerleben und eben diese Schlüsselmomente visualisiert zu bekommen. Aber wer diese Sachen liest oder sie als Hörbuch hört, der kriegt, glaube ich, ein besseres Verständnis dafür, wie Figuren im 40K-Kontext funktionieren, was sie antreibt, wo die Motivation ist und wie viel Verständnis teilweise auch für die Gegenseite überraschenderweise an ein paar Punkten da ist, zumindest auf Seiten der Chaos Space Marines, erblickt man da an ein paar Stellen so Momente, wo man sagt, okay, die haben ihre Gründe und sie verstehen aber, warum das Imperium, wie es ist, selbst wenn sie es niederreißen wollen. Und das mag ich an dieser ganzen Reihe sehr. Es gibt Autoren in dieser Reihe, die sind sehr, sehr gut. Es gibt Autoren, die sind eher so mittel, aber wir müssen uns auch vor Augen halten. Im Grunde genommen
Ist das ein Fantasy-Universum, auf das man ein bisschen Science-Fiction draufgepackt hat, mit einem großen Konflikt drin? Aber viel mehr als, und das ist jetzt sehr despektierlich formuliert, viel mehr als bessere Groschenromane sind sie am Ende doch nicht. Ja, sie haben an genug Stellen Tiefgang, man kann ganz viel philosophisch betrachten, man kann ganz viel literaturwissenschaftlich betrachten, aber am Ende ist es der Hintergrund für ein Spielchen mit Plastikpüppchen, die wir über den Tisch schieben und für die wir eigentlich eine Geschichte erzählen wollen. Und die Horus-Heresie ist eine spannende Geschichte. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Es ist ein hervorragender Backdrop für große Schlachten. Gerade jetzt mit Legions Imperialis wird das nochmal anders deutlich auf dem Spieltisch, während die normalen 40k-Kämpfe da eigentlich diesen Umfang gar nicht abbilden können. Kriegt Legions Imperialis das von der Skalierung natürlich sehr, sehr gut hin. Und wie gesagt, ich habe die Sachen gern gelesen. Ich habe die 70 Romane tatsächlich, glaube ich, nicht alle gelesen. Irgendwann zwischendrin habe ich bei den Horus-Heresie-Sachen einfach aufgegeben, bin ausgestiegen, weil es auch natürlich eine finanzielle Investition ist. Wenn du alle 70 Romane haben willst, keiner davon liegt neu unter 10 Euro. Wenn man die Hörbücher haben will, zahlt man auch pro Buch mindestens 10 Euro. Das bedeutet, da ist einfach ein richtig viel Geld, dass man da rein versenken müsste, wenn man die Sachen alle auf legalem Wege haben. Nichtsdestotrotz, wer sie hat, wird da mit Sicherheit Spaß dran haben. Es ist natürlich auch irgendwie schön, so eine umfangreiche Komplettsammlung zu besitzen. Damit bin ich aber für heute mit meinem Gequatsche durch. Ich werde gucken, was ich dann nächste Woche sozusagen an neuen Inhalten bringen kann. Necromunda ist gerade relativ still. Dawnbringers geht natürlich weiter. Da werde ich gucken, was ich dann dazu als nächstes mache. Aber ich glaube, wenn euch das interessiert, ich gucke mir mal für The Old World das Zeitfenster an, in dem The Old World spielt. Das ist ja tatsächlich deutlich vor den Ereignissen von Warhammer Fantasy Battles, was die Chronologie angeht. Wenn euch das interessiert, gerne in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß, ob sich da Recherche für euch lohnt. Oder ob ihr sagt, so, ja, nee, ist eigentlich nicht so richtig interessant, denn auch wenn da auf den ersten Blick viel gleich ist und man dieselben Armeen spielt, narrativ passieren da durchaus ein paar andere Sachen, die ich persönlich spannend finde. Und damit bin ich für heute ziemlich genau raus und fertig, habe lange genug geredet. Um den YouTube-Algorithmus zu füttern, gilt wie üblich Daumen hoch für das Video. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonnieren und die Glocke drücken. Und jeder Kommentar sagt dem Algorithmus auch, da findet Interaktion statt. Das Video ist also offenbar spannend genug. Ich schlage das mal anderen vor. Das hilft Dennis und dem Kanal sehr deutlich. Und damit bin ich für heute fertig. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.